aici, dumneavoastră luați loc, că ia eu rolatorul. Dumneavoastră luați loc. Nu, 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 gândește-te. Bun. Nicio problemă, mulțumesc. Vin domnul Pozzoli? Da, și doamna Maria, și doamna Maestre, da. Nu știu. Nici nu știu anda să mă arăt. Müssen mal ihre Füße nach vorne nehmen, gerade setzen, dann geht das leichter. Ja. So, und dann haben sie hier ihre Ja, okay. Bitte schön. Was wir jetzt auch mit dem Herrn Pozzoli machen, weiß ich auch nicht, aber das sehen wir. Ja, ich bring welche.
Anna, ich schiebe sie nochmal weg, weil da kommt noch der Herr Schneider und dann wird, er kommt sonst nicht an sie vorbei. Aber wenn ich sie jetzt so hinstelle, dann wird das auch gehen. Wie das vor der Maske? Ja, immer von da. Wir fahren das so jetzt und dann noch einmal. Und dann ist es so. Silenzio. Ich soll mit mir so das entwickelt oder was? Nein, nein, nein. Was geht in der Größe? Ganz herzlich begrüße ich euch zu diesem Gottesdienst am Sonnabend vor Trinitatis. Wir feiern ihn mit allen zusammen, weil wir Besuch haben. Und so heiße ich auch unseren Gast herzlich willkommen. Der Herr Bischof ist heute gekommen, um mit uns diesen Gottesdienst zu feiern. Schön, dass du Zeit hast und gekommen bist. Dankeschön. Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Gast haben. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Antwort auf den Eingangsspruch ist: Und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen, Halleluja. Und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen, Halleluja. Und als erstes Lied singen wir das Lied 100. 100, 1, 0, 0. 100, 1, 0, 0. Thank you.
und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und allen hilfst, die dich anrufen, wir heben unsere Herzen und Hände zu dir empor und bitten dich, Herr, erbarme dich unser. Neige dich zu unserem Gebet, und weil wir ohne dich zu schwach sind, so hilf uns, dass wir uns in allem Wollen und Tun nach deinen Geboten richten. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hört auf das Evangelium für den ersten Sonntag nach Trinitatis, wie es aufgeschrieben ist bei Lukas im 16. Kapitel. Es war ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbarem Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag vor seiner Tür. Der war voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tisch fiel. Doch kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es begab sich aber, dass der Arme starb und wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Und der Reiche starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus,
damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle mir meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen, und nun wird er hier getröstet. Du aber leidest Pein. Und in dem allen besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch herüber will, dorthin kommen kann, und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder. Die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber sprach: Sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten aufstünde. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Lob sei dir, o Christe. Wir singen aus dem Lied 330. 330, 3, 3, 0. 330, 3, 3, 0. Thank you.
da war und der da kommt. Liebe Schwestern und Brüder, wir hören heute ein Wort zur Predigt aus dem 1. Johannesbrief im 4. Kapitel. So steht es da geschrieben: Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist aber nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sie aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. So lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Der Herr segne diese Worte an unseren Herzen. Liebe Heimgemeinde, liebe Schwestern, liebe Brüder, die Sommerzeit ist da, der Garten blüht in allen Farben, wie herrlich. Der Sommer ist auch die Zeit, besonders nach Pfingsten, wo viele Paare zusammenkommen und Hochzeit feiern. Vielleicht erinnert ihr euch noch an eure Hochzeit, die sicher vor vielen Jahren und Jahrzehnten zurückliegt. Ein Fest, das gefeiert wurde, wo alles stimmen musste, der Hochzeitssaal, das Schmücken von Saal, von den Autos heutzutage, damals war es noch ein bisschen anders, vielleicht zu eurer Zeit, da wurden die Pferdewagen geschmückt und man saß auf. Die Kirche wurde feierlich eingerichtet. Und wenn man als Pfarrer das Brautpaar fragt, was für ein Bibelwort es sich vielleicht wünscht, dann war immer die Antwort eines mit der Liebe. Und dahinter steht ja der Wunsch, dass ihre Liebe, die Liebe des Paares, ein Leben lang dauert. Obwohl wir ja heute auch wissen, dass viele Paare leider auch auseinandergehen oder Ehen auch nur auf dem Papier existieren. Aber Liebe wünschen sie und haben auch wir uns dazu mal gewünscht, zu unserer Hochzeit, zu unserer Trauung. Da wird ja so erlebt haben, dass Liebe ein Leben lang tragen kann. Ohne die Liebe unserer Eltern wären wir ja nicht groß geworden. Ohne die Liebe der Menschen, die uns umgeben im Laufe der Lebensjahre, wäre vieles ganz anders und schwerer gewesen. Liebe bringt einen zum Strahlen, macht das Leben schön, erfüllt einen und gibt Sinn und Wert dem Leben. Sicher, die Hochzeit, das war etwas Romantisches und ist auch heute für viele Paare, die sich das eine und andere dabei vorstellen, aus dem Fernsehen oder sonst wo her, etwas ganz Besonderes. Was aber zählt, ist das, was dahinter steht. Nämlich die Liebe, die ein Paar zusammenbringt. Und die ersten Gefühle des Verliebtseins wissen wir gut, dass die irgendwann auch verfliegen, dass der Alltag einen mitnimmt und man sich darin bewähren muss. Viele gestandene und auch ältere Ehepaare,
So wie manche auch unter euch haben erfahren, dass die Liebe trotzdem, die nicht mehr so verliebt ist wie am ersten Tag, aber doch mit der Zeit tiefer wurde. Dass das Vertrauen zueinander gewachsen ist, umso mehr man sich kennenlernte. Das Wissen, dass man sich aufeinander verlassen kann, wichtig wurde. Und auch die Selbstverständlichkeit, mit der man füreinander da ist und miteinander lebt. So gibt die Bibel den Gestandenen, wie auch den alten und den jungen Ehepaaren, recht, wenn wir heute diese Worte von der Liebe aus dem ersten Johannesbrief hören. Die Liebe wird hier von Gott bejaht. Und noch mehr, die Liebe kommt nicht nur von Gott, nein, Gott selber ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Gibt es was Schöneres als solche Worte? Aber wie geht das denn, in der Liebe zu bleiben? Es klingt da eher nach Forderung. Ja, Gott lieben vom ganzen Herzen, mit allem Gemüt, mit aller Kraft, wie es im Alten Testament heißt, oder dann auch im Evangelium, liebet eure Feinde, liebet eure Nächsten, wie Jesus Christus seinen Jüngern aufgetragen hat. Das klingt nach einem Anspruch, nach einem etwas tun zu müssen, das auch einen auch überfordern kann. Ja, wer kann schon liebevolle oder zumindest positive Gefühle für jeden Menschen empfinden, sogar für den schwierigen Nachbarn, der auf dem Stück Lebensweg vielleicht einem das Leben etwas schwerer macht. So ein Gefühl der Liebe kann man doch nicht einfordern. Es kommt nicht auf Knopfdruck. Das kann man nicht steuern. Und das verlangt auch niemand von uns. Auch Gott nicht. Und mit Liebe ist bei Gott und in der Bibel nicht ein Gefühl gemeint. Nicht das, was bei einer Hochzeit so romantisch hochkommt. Eher das, was die gestandenen und gesetzten Ehepaare schätzen. Nämlich sich um den anderen zu kümmern, zu sorgen, für seinen Lebensunterhalt aufkommen, mit dem anderen Gutes und Schweres teilen und durchstehen, einander zuhören und helfen. Und dann, wenn der andere krank und es schwer hat, bei ihm zu sein, mit ihm auszuharren, ihm nahe zu sein, bis ans Grab. Liebe heißt im Neuen Testament immer etwas für den anderen zu tun, für Freunde, für Nachbarn, für die Brüder und Schwestern, mit denen man zusammenlebt. Es heißt, die anderen Menschen, die Nöte der anderen Menschen zu sehen und sich dafür auch einzusetzen und verantwortlich zu fühlen, dass es einen angeht, wenn einer neben mir ist, der Mangel leidet oder der Hilfe braucht, so wie ihr im Alter die eine oder die andere Hilfe, ihr das, der Mitarbeiter im Hause braucht, der Pfarrerin, der Leiterin und viele andere Menschen. Viele unter uns leben die Liebe selbstverständlich. Und wenn man sie darauf anspricht, winken sie nur einfach ab, weil sie doch nur etwas Normales tun, wenn sie den Ehegatten und die Familie, wenn sie die Menschen um sich herum und die, die sie pflegen und die sie um sie kümmern, lieben und es gern haben. Ist das nicht etwas Normales, könnte man sagen? Nein, ist es nicht. Darin scheint die Liebe Gottes durch. Und alles, was ihr auch tut, mit den kleinen oder größeren Kräften, die ihr habt und euch einbringt in diese Gemeinschaft, auch hier in diesem Haus, ist ein Zeichen der Liebe. Dass ihr gemeinsam ein Kochbuch herausgibt, dass ihr ein Gartenfest feiert,
dass ihr Fasching und Krippenspiel miteinander gestaltet, die Geburtstage des einen und der anderen, was euch einander besucht und gute Worte zuspricht, das ist alles Zeichen der Liebe. Der Liebe Gottes, die durch uns fließt wie der Strom, der alle die ganze Welt verbindet. Und das ist gut so. Was wären wir ohne dies? Und es ist eine wunderbare Sache, wenn wir in der Liebe Erfahrungen sammeln. Und das ist wichtig, das auch von klein auf einzuüben, auch den Kindern und Enkelkindern und Urenkeln mitzugeben, dass es bis im hohen Alter auch einem das Leben wertvoll und sinnvoll schenkt. Sich um andere zu kümmern, für andere da zu sein, das kann einem auch zur zweiten Natur werden. Manche denken gar nicht darüber nach, sondern tun, was zu tun ist, ohne groß zu fragen. Manchmal übertreiben wir es sogar und vergessen, dass man sich auch um sich selber noch kümmern muss. Aber das für den anderen Dasein, miteinander was gestalten, füreinander sich einsetzen, das bringt Zufriedenheit und Sinn in unser Leben. Ihr habt Kinder großgezogen, einige auch, wahrscheinlich auch Enkel oder auch Urenkel mit großgezogen, für eine Familie gesorgt, eine Hauswirtschaft. Von einigen weiß ich, dass sie auch viel Wirtschaft hatten auf dem Dorf, etliche Höfe, Herr Deppner, ja, in Leblang. Sie haben viel gesorgt und viel gekümmert, auch für die nicht mehr da sind, schon längst ausgewandert sind, aber deren Haus und Hof da ist und auch gepflegt werden sollte. Auch ein Zeichen der Liebe für die Menschen, die zu einem gehören. Denn das macht unser Leben lebenswert, dass wir etwas für andere tun können. Manchmal auch nur denken und beten für die anderen. Auch das ist schon ein Zeichen der Liebe. In der Liebe bleiben. Diese Haltung, die beeinflusst nicht nur unser Miteinander oder euer Miteinander hier im Haus, als Nachbarn, im Zimmer oder auch als Schwestern und Brüder, die ihr euch hier auf den Gängen und im Speisesaal oder oben in den Räumlichkeiten begegnet. Nein, sie beeinflusst auch unsere Beziehung zu Gott. Und wenn wir selbst in einer Atmosphäre der Liebe leben und handeln, dann können wir auch die Liebe Gottes leichter uns zu uns kommen lassen. Wir begreifen dann, dass Gott selber Liebe ist. Und all das, was uns umgibt, die Menschen, die Blumen, das, was andere für uns tun, ein Zeichen dieser Liebe ist. Ich weiß nicht, welches Bild ihr von Gott habt. Gott hat viele Seiten, so wie die Blumen ein Teil seines Gesichtes sind. So ist jeder unter uns ein Gesicht von ihm. Und all das, was wir erleben, das Gute, sind alles Zeichen und Seiten von Gott. Wir stellen uns Gott ganz verschieden vor. Wichtig ist aber, dass darin immer wieder ein Zeichen der Liebe gegeben wird. Und all das, was wir sehen, erfahren und mitbekommen, ist das Gute, ist ein Zeichen seiner Liebe. Und auch wenn wir ganz unterschiedlich das aufnehmen, bleibt es ein Zeichen der Liebe. Wird in dieser Zeit zu Pfingsten sprechen wir von Gott in ganz verschiedenen Bildern.
Kommt immer wieder vor, dass Gott der Tröster ist, der Anwalt, der Erlöser, der Allmächtige, der den Heiligen Geist schenkt. In ganz verschiedenen Formen und Hypostasen erscheint uns Gott. Und tatsächlich, durch die Menschen, die uns begleiten und die uns auch hier im Heim wie euch helfen und durch den Tag bringen, ist ein Zeichen gesetzt dieses Gottes, der Tröster sein will und Erlöser und Helfer und Gerechter und immer ein liebender Gott. Liebe Schwestern und Brüder, man bekommt im Leben nichts umsonst, sagte mir neulich jemand. Wer etwas gibt, der erwartet immer nur eine Gegenleistung. Aber ich denke, bei Gott ist das ganz anders. Und das finde ich so schön, dass wir, wenn wir etwas geben nicht oder etwas bekommen, nicht immer denken müssen, jetzt sind wir schuldig geworden und müssen dem anderen auch etwas geben. Nein, von Gott werden wir reichlich beschenkt. Und das ist es, worauf es ankommt, dass wir einander mit einem freundlichen Lächeln, mit einem Händedruck, mit einem guten Wort, mit einem Gebet, mit einer Begegnung draußen unter dem Reigen der Blumen uns in die Augen schauen können und sagen können, wie schön, dass wir da sind, wie schön, dass wir miteinander durch diesen Lebensabschnitt gehen. Darum geht es bei Johannes, dass der Grundton unseres Lebens Liebe ist. So wie Gott aus Liebe diese Welt geschaffen hat und uns diese Welt bis heute erhält und uns in dieser Welt auch, so freut er sich über jenen, der diese Liebe in seinem Umkreis weiterschenkt, ohne auf eine Gegenleistung zu warten, sondern einfach, weil er beschenkt oder sie beschenkt ist. Liebe Schwestern und Brüder, die Liebe zahlt sich immer aus. Eine Währung, wir schauen diese Welt mit der Pandemie, mit Krieg, alles kommt, irgendwann geht es auch, ist vergänglich. Aber das, was bleibt, ist das, was von Gott kommt. Das ist die Liebe. Und die geht weiter durch eure Kinder und Enkelkinder und Urenkel. Die geht weiter auch hier, die bleibt hier in diesen Räumen, auch wenn ihr und wir nicht mehr sind. Aber diese Liebe, die scheint, wärmt und erhält weiter diese Räume, dieses Haus und diese Erde. Ohne diese Liebe wäre das Leben eine Qual. Aber mit Liebe lässt sich alles ertragen und erdulden, aber auch gestalten und in die Zukunft gehen, in den neuen Tag, in all das, was er uns bringen mag. Mögen wir es mit Liebe aufnehmen und mit Liebe in den neuen Tag hineingehen. Das wünsche ich euch, jeden neuen Tag. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen uns von Lied 316, die ersten drei. Thank you.
3:1:6. Die ersten drei Stufen. Die ersten vier Stufen. 3:1:6, Stufen 1 bis 4. Haben, dass sie diese einsetzen für Frieden,
das Wohlergehen unter den Mitmenschen. Dich bitten wir für die Braut und Ehepaare. Schenke ihnen Liebe und Gemeinschaft auf dem Weg zu dir. Dich bitten wir für die Familien, auf unsere Familien. Lass sie immer neu lernen, was Liebe bedeutet, und hilf uns so zu leben, wie es dir gefällt. Dich bitten wir für die Eltern und Großeltern unter uns. Schenke ihnen und uns immer wieder die Kraft zu lieben, diese Liebe an unsere Kinder weiterzugeben. Wir bitten dich, Herr, auch für alle Kranken und Alten und Einsamen und Verzweifelten, dass sie getröstet werden und wir ihnen auf ihrem Weg eine Linderung und Stütze sind. Lass uns in dem, was wir zu deiner Ehre und zum Wohl unseres Nächsten tun, Sinn sehen und zufrieden sein. Dir allein wollen wir vertrauen. So gib uns deinen guten Geist, dass wir aus deiner Liebe leben. So loben wir dich, den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist, jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So empfangt den Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch und dieses Haus. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und auf alle, die zu euch gehören und die sich für euch einsetzen. Und gebe euch seinen Frieden. So segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir singen zum Abschluss das Lied 146. 1, 4, 6. Gnade. 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 Gnade.
Und ich wünsche euch allen einen guten Abend und erinnere euch daran, dass wir am Dienstag das Mittagsgebet haben und in der nächsten Woche wieder normalen Gottesdienst. Das heißt, das Wohnheim am Sonnabend um 5 Uhr.